Wenn wir warten, wir lädt. Ich denke, wenn wir heute etwas auf den Weg schauen, den wir gegangen sind, respektive auf dem wir befinden, was unser Ziel ist, IT auf dem Weg zur Industrialisierung, was heißt Industrialisierung für die IT? Wenn wir heute vielleicht als Beispiel mal auf die Autoindustrie schauen, wo standen sie vor 100 Jahren? Dort war es ein Handwerker, der hat ein Automobil erfunden. Heute rollen Autos jeglicher Marke im Sekundentakt oder im Minutentakt von den Laufbändern. Und ich denke auch, wir versuchen in der IT genau dieses Ziel zu erreichen. Wie erreichen wir eine Industrialisierung, sei es von einfachen Plattformbereitstellungen bis hin zu komplexen Softwareanwendungen? Wenn wir kurz eben anschauen, wir kommen ganz so vor 50 Jahren, nicht 100 Jahre, die IT ist noch nicht so alt, dann standen wir irgendwo mal in dieser Mainframe-Phase, wir hatten alles Applikationssilos, wir bauten für alles, was wir brauchen, unsere Applikationssilos, wir bauten einen Storage, einen Server, eine Rechenplattform, die genau einem Zweck diente, nämlich einer Applikation. Das gab uns sehr viel Kontrolle, wo Daten liegen, wer sie verarbeitet und wo sie gespeichert werden. Ich hatte die maximale Kontrolle, ich hatte die maximale Sicherheit, wo meine Daten sind. Dann ging es schon mal rüber in die Virtualisierung, so in den 2000er Jahren. Dort ist es schon etwas unklar. Wenn wir heute schauen, die meisten Data Centers sind heute, ich sage mal 90-95% sind sicher heute mit Virtualisierung in Berührung gekommen. Haben wir das einfach mal alles, was wir vorhatten, konsolidiert und unsere Ressourcen aufgeteilt. Es wird schon schwieriger zu sagen, wenn wir in eine virtualisierte Umgebung schauen, wo läuft jetzt was und wo ist jetzt was gespeichert. Aber wir können immer noch sagen, okay, wir haben einen Standort virtualisiert oder zwei Standorte virtualisiert, es ist immer noch in der Schweiz, es ist immer noch in einem Rechenzentrum. Ich weiß nur nicht genau, auf welchem Storage und auf welchem Server. Da helfen mir vielleicht kleine Tools, aber schlussendlich bin ich nicht immer, ich kann immer etwas so nach dem Heisenbergschen Unschärfeprinzip, ich kann immer nur, wenn ich drauf schaue, gerade sagen, wo er läuft zum Zeitpunkt, aber das kann sich dann auch wieder mal ändern. Wir gehen jetzt in die Cloud. Dort möchten wir eigentlich für mehrere Mandanten, für mehrere Kunden eine vollautomatisierte, standardisierte Umgebung erstellen, da wir wie die Autoindustrie heute Fahrzeuge im Minutentakt, auch virtuelle Maschinen, Software im Minutentakt für unsere Kunden bereitstellen können. Und das ist der Weg, die IT geht. Und man sieht es auch, der Bund versucht, eine Strategie einzurichten. Wie kommen wir dorthin? Auch im privaten Sektor. Wie kann ich IT schneller für meine Kunden zur Verfügung stellen? Seien das interne, seien das externe. Wenn wir heute das Arbeitsumfeld eines Systemadministrators, wie viele Systemadministratoren sind heute hier? Mal Hände hoch, kleine Übung. Die Zeit, die ihr heute mit Administration eurer Systeme betätigt, die beläuft sich etwas mehr als 3/4. Was ist das? Meistens Systeme installieren. Gut, da kann ich mir heute eben schon, Puppet ist erwähnt worden, ich habe dort von verschiedenen Herstellern habe ich dort auch Automatisierungs- und Patch-Management-Systeme. Diese Systeme bereitstellen, diese dann zu überwachen, diese zu aktualisieren mit Patches, seien das Security-Patches, seien das weitere Features hinzufügen. Das ist so etwas, dort bewegt sich der Systemadministrator heute. Aus Sicht des Business generiert so ein IT-Administrator nur ein Viertel seiner Zeit wirklich einen Mehrwert für das Geschäft. Also er hat gerade von 5 Arbeitstagen arbeitet er vielleicht einen Arbeitstag für mein Geschäft. Ist er geschäftswirksam. Ansonsten ist er nur Eigenbeschäftigung.
Wäre es nicht schön, wenn das Ganze umgekehrt wäre, aus Sicht zumindest eines Geschäftsführers? Wenn wir heute etwas in diese Wolke schauen, dann gibt es eben diese verschiedenen Titel: Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service, irgendwas als a Service. Das Internet of Things. Oder eben dann meteorologisch gesprochen die Cumulus, Stratocumulus und Altocumulus. Von Troposphäre zu Ionosphäre. Wir versuchen heute immer mehr diese verschiedenen Disziplinen, sei das Storage, Netzwerk, diese Infrastruktursache, diese Infrastrukturkomponenten, diese, wie wir das Betriebssystem, die Applikationen bereitstellen, wir versuchen das immer mehr als Dienstleistung anzubieten. Und es ist sehr schwierig heute direkt mit PaaS anzufangen oder mit Software as a Service, wenn ich meine Infrastruktur nicht automatisiert habe. Also fragen Sie heute einen Hersteller, der möchte gerne sein Navigationssystem automatisieren, aber solange er das Auto als Plattform nicht hat, bringt es ihm nicht viel. Das heißt, eine Cloud ist aus Sicht des Managements wie eine IT-Factory. Also wir gehen hin zur automatischen Fließbandarbeit in der IT. Wir möchten weg von diesem sehr stark manuellen Prozess oder sei es teilautomatisiert mit unseren eigenen Skriptsammlungen. Wir möchten hin zu einer sehr flexiblen, sehr agilen IT-Infrastruktur. Der Nachteil ist, wenn wir an die Fahrzeugindustrie denken, ich kann mir heute nicht ein x-beliebiges Fahrzeug zusammensetzen. Ein Audi, ein BMW, der kommt in ganz bestimmten Größen, der kommt mit ganz bestimmten Ausstattungsmerkmalen. Ich kann dort noch ein paar Optionen wählen oder auslassen, aber dann ist dann das mit meiner Entscheidung vorbei. Also ich gehe dann sehr stark in eine Standardisierung, wenn ich so ein Fließband erstelle. Wie kann ich dann möglichst viele Schritte dort standardisieren an diesem Fließband, damit ich dann Roboter, und nicht nur Menschen, sondern wirklich Roboter, an dieses Fließband setzen kann, die mir diese Aufgaben automatisch schnell und effizient erledigen. Wenn wir von Cloud sprechen, vielleicht nur so ein kurzes Definitionsbeispiel. Für mich ist die Cloud ein Businessmodell. Viele Hersteller versuchen dort ein Produkt herumzubilden. Viele sagen, das ist eine Technologie. Cloud ist die neue Technologie der Zukunft. Aber es ist weder eine Architektur, noch ist es ein Produkt, noch ist es eine Technologie. Es ist ein reines Geschäftsmodell. Heute hat jeder eine Cloud. Auch eine reine physikalische Landschaft ohne Automatisierung ist eine Cloud. Es heißt nicht, dass wir eine Virtualisierung nicht einsetzen können, aber es ist nur ein Geschäftsmodell. Und diese verschiedenen Services an, sei das nur eine Infrastruktur-Cloud, sei das eine Plattform-Cloud oder sei es sogar eine Software-Cloud, das sind Cloud-Service-Modelle. Das heißt, welche Dienstleistungen biete ich in meinem Businessmodell an? Nehmen wir mal als Beispiel das Einfachste, die Infrastruktur. Dort haben wir eigentlich drei Ziele. Wir möchten gerne die Ressourcen abstrahieren, also gegenüber dem Kunden möchten wir nicht sagen, okay, welchen Kleber unsere Server vorne dran haben, das spielt nämlich keine Rolle, welcher Hersteller vorne drauf steht. Wir möchten diese Plattform gerne kurzfristig, also nur dann, wenn ich wirklich die zusätzlichen Ressourcen brauche, erweitern können. Also ich möchte nicht schon irgendein Datacenter bauen müssen, das auf Halde irgendwie jenste Terabyte an Memory und CPU und Speicher zur Verfügung stellt. Ich möchte dort kurzfristig möglichst marktnah skalieren und ich möchte das eigentlich mit zwei Leuten betreiben. Das hat natürlich zur Folge, dass ich die Infrastruktur zu viel tieferen Kosten anbieten kann, zu einem gleichbleibenden Service, aber in kurzer Zeit. Also das heißt, ich kann wirklich kurzfristig virtuelle Maschinen bereitstellen, ohne dass ich einen riesen Prozess abwickeln muss mit
10, 20 Leuten in größeren Unternehmen. Und wenn neue Ressourcen hardwaremäßig zur Verfügung gestellt werden müssen, dass ich die relativ einfach skalieren kann. Nehmen wir mal ein Beispiel Kunde X. Der sucht etwas diese eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube, das ist so immer. Ein IT-Administrator, der hätte gerne, oder respektive dann sein höheres Management, eigentlich eine Software, die soll dann alles können. Also mit Cloud versucht man auch wieder so, es gibt dann, seien das Open Source oder seien das kommerzielle Produkte, die sagen, ja, wir sind dann, wir können dann alles automatisieren, wir können dann alles, so diese eierlegende Wollmilchsau. Fangen wir heute, wenn wir von Cloud sprechen, von einer Migration oder sagen wir, okay, wir bauen hier wirklich ein dediziertes Data Center auf, grüne Wiese, nehmen wir dort eben, sei das eine Massenware, sei das etwas, sei das OpenStack, sei das ein kommerzieller Anbieter, oder gehen wir hin und sagen, okay, wir schreiben alles von Grund auf neu selber. Welche Prozesse sind davon betroffen? Weil viele sagen, okay, ich ändere hier mein Geschäftsmodell. Wenn ich das heutige Geschäftsmodell meiner IT anschaue und wenn ich Cloud anschaue, und wir haben vordefiniert, das ist ein Geschäftsmodell, da muss ich unter Umständen auch Prozesse ändern. Und am Ende des Tages sind immer Leute involviert. Das heißt, wer ist überhaupt verantwortlich? Wer macht denn überhaupt noch was? Weil es ist ja dann alles automatisiert. Wer ist jetzt verantwortlich für dieses automatisierte System? Wer ist Chef dieser Fabrik? Dort macht es Sinn, dass man relativ schnell dann mal über seine Anforderungen klar wird. Also wir haben das Beispiel gesehen beim Bund. Man hat dort diese verschiedenen Kriterien aufgestellt, damit man sieht, hey, was brauchen wir eigentlich? Nehmen wir mal an, es ist eine grüne Wiese. Das geht am einfachsten. Heute haben wir doch bei den meisten IT-Administratoren eine ziemlich große Skripte- und Toolsammlung. Also, ich denke, jeder, der dort etwas involviert ist, weiß, ich möchte nicht gerne einen monotonen Task, den ich immer wieder ausführen muss, zur Bereitstellung eines Dienstes von Hand erledigen. Und dann möchte ich schon meine Zeit etwas effizienter nutzen. Darum schreibt er meistens seine kleinen Bash-Skriptlein, die ihm dort helfen. Was wir ganz klar anschauen müssen, ist auch eine Standardisierung der Infrastruktur. Also wir können heute nicht mehr irgendjenste Hersteller mischen und so weiter. Wir sollten irgendeine klare Vorstellung haben, wie unsere Infrastruktur aussieht. Respektive, wir sollten sie so weit vereinfachen, dass wir eigentlich, wenn wir skalieren müssen, sehr einfache Komponenten skalieren. Und das Ganze sollten wir unter ein Dach bringen, das sollten wir von einem Punkt aus managen können, wie eben erwähnt, mit zwei Leuten. Wenn wir den Anforderungskatalog erstellen, sollten wir auch gerade eben unsere Zielarchitektur überlegen. Also wohin soll die Reise gehen mit einer solchen Infrastrukturplattform? Wie soll dieses Förderband ausschauen, das wir bauen? Und wenn wir das in einer Regulationsphase testen, schauen wir nicht nur die Infrastruktur an, sondern man sollte auch die Automatisierungssoftware, die oben drauf läuft, passend zu dieser Infrastruktur evaluieren. Es ist nicht ein reines Infrastrukturprojekt oder ein reines Automatisierungsprojekt, sondern es ist das Fließband mit den Robotern. Ich kann nicht einmal den Roboter testen und einmal das Fließband testen und sagen, beides ist spitze, zusammen funktioniert es aber nicht, weil mir irgendwo nur die Sockel fehlen, um den Roboter zu montieren. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, dort ist etwas mein Cisco-Brand an. Drei verschiedene Konfigurationen, wie so eine Infrastruktur aussehen könnte. Also entweder haben wir eine High-Density-Konfiguration, sprich wir wollen sehr viel Computer-Rechenleistung zur Verfügung stellen, oder wir haben dann, wenn wir dann so richtig Amazon S3 denken, eine sehr hohe Storage-intensive Konfiguration, wenn wir unseren Endbenutzern sehr viel Storage-Kapazität zur Verfügung stellen müssen. Zwischen diesen Konfigurationen können wir sehr einfach wechseln. Entweder füge ich mehrere Compute-Nodes hinzu oder mehrere Storage-Nodes hinzu
Und dann lande ich dann wahrscheinlich mit der Zeit irgendwo in der Mitte. Also ich sollte eine konvergente Infrastruktur für mich erarbeiten, sei das auf der Lösung, wie es Cisco hat, oder sei das, auf, wie es andere Hersteller hat, oder herstellerunabhängig sogar. Es muss eine Infrastruktur sein, die man sehr einfach skalieren kann, ohne dass man jedes Mal Komponenten auswechseln muss, nur weil ich eine Struktur, weil ich nur einen Kapazitätsschritt höher gehe, nur weil ich mehr Rechenleistung brauche, soll ich einfach nur Node, 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 Node an Node anhängen können. Wenn wir das jetzt vielleicht mit OpenStack schnell anschauen, dann bauen wir auf diesen Server dann eigentlich. Wir haben diese zwei verschiedenen Typen, diesen Storage Node und wir haben den Compute Node. Der Compute Node, der ist klar gesehen für unsere virtuellen Maschinen, Storage Node ist dann eigentlich für unsere Datenhaltung. Wenn wir mit einer solchen Infrastruktur fahren, können wir sehr einfach weitere Nodes hinzufügen, ohne dass wir irgend große Umbauten vornehmen müssen in unseren Rechennetzwerken. Jetzt kommt etwas der interessante Teil. Wenn wir jetzt diese Referenzarchitektur, wir haben unsere Compute Nodes aufgestellt, wir sollten nun gegenüber dem Business etwas verrechnen können. Wie verrechnen wir das? Bei iOS zum Beispiel ist die Verrechnungseinheit ganz klar die virtuelle Maschine. Also wenn ich mit einem Endbenutzer, meinem Leistungsbezüger meiner Cloud rede, dann ist seine Verrechnungseinheit, seine Visibilität der Cloud ist dann die virtuelle Maschine. Er weiß nicht, wo sie läuft und auf welchem Storage-Node meine Datenhaltung stattfindet. Aber er weiß, mein Lieferobjekt ist eine virtuelle Maschine, ich kann die vCPU bestimmen, ich kann Disk Größe bestimmen und ich kann RAM bestimmen. Das heißt, ich kann, wie beim Auto, kann ich auswählen mit Navigation, ohne Navigation. Ich kann auswählen mit Leder, ohne Leder, mit Klima, ohne Klima. Und das ist ungefähr dorthin, wo wir gehen müssen. Wir haben verschiedene Verrechnungsvarianten auch. Das heißt, wenn wir dann interne Clouds betrachten, also diese Private Clouds betrachten, kann ich dann entweder poolbasiert arbeiten und sagen, eine Abteilung, eine Person, ein Projekt hat einen Pool von Ressourcen, die er aus dieser Cloud beziehen kann und dann eigentlich selbstständig, sei das über ein Self-Provisioning, also über selbstständige Bereitstellung in einem Portal zuweisen kann, seinen virtuellen Maschinen, oder ob ich das dann auf den virtuellen Maschinen selbstständig. Also ich muss im Prinzip jede virtuelle Maschine beantragen. Ich muss jedes Mal eine VM mit ihren Ressourcen beantragen. Das ist dann etwas, wie ein Unternehmen dann seine Verrechnung gerne hätte. Das größte Problem innerhalb einer Organisation ist, das habe ich in verschiedenen Projekten jetzt gesehen, wenn ich über Private Cloud rede, sind die Organisationsstrukturen. Weil heute viele Organisationen sich nicht im Klaren sind, dass es nicht eine Technologie ist, eine Architektur ist, eine Software ist, die ich einführe, sondern es ist ganz klar ein Businessmodell und jedes Businessmodell zieht Prozessänderungen und das zieht meistens auch eine Organisationsänderung nach sich. Das heißt, die heutigen Herausforderungen sind ganz klar. Organisationsstrukturen und Prozesse, Kapazitätsplanung, also viele denken bei Cloud, das geht dann automatisch, genau das ist noch Menschenarbeit. Wie viel Kapazität brauche ich? Was ist noch rentabel für mein Unternehmen? Stelle ich containerweise Rechenzentren zur Verfügung oder mit Server für Server für Server? Die Komplexität wird ganz klar größer in einem solchen Projekt, weil vieles dann für den Endbenutzer nicht mehr sichtbar ist und sehr wenige Leute eigentlich dann sehr viel wissen müssen, wie die IT-Infrastruktur darunter läuft. Überraschungsgast.
Kurz zusammengefasst, wenn ihr an solche Projekte angeht, wenn ihr auf diesem Weg seid, schaut, dass ihr einen Anforderungskatalog erstellt. Sehr entscheidend ist die Evaluationsphase, wie die Data Center Infrastruktur ausschauen soll, wie die Automatisierung ausschauen soll anhand des Anforderungskatalogs. Den Automatisierungsgrad definieren, sei das Infrastruktur, Plattform oder alles. Und die neuen Servicemodelle und Prozesse unbedingt in einem Proof of Concept mittesten. Nicht nur die IT, nicht nur das technische Testen. Vielen Dank, Herr Heinzen, für Ihre Ausführungen. Wir haben noch Zeit, ein, zwei Fragen zu stellen. Verrechnungsmodelle, IaaS, dann hatten Sie ja drei Größen vorgestellt. Ja. Dann bezieht sich das auf das, was ich bestelle und konfiguriere oder auf das, was ich benutze? Im Prinzip genau auf beides. Also erstens das, was ich bestellen kann. Es sind wirklich wenig. Die objektorientierte Programmierung, das sind meine Attribute meines wie im Objekt. Das heißt, es sind die Sachen, die ich bestellen kann und es sind auch die, die ich dann nutzen kann. Also was man natürlich eben machen kann, ist auch diese Pool-basierte. Dann kann ich dann im Voraus mehr bestellen, anstatt dass ich nutze. Oder eben dann explizit für jede virtuelle Maschine das bestellen, was ich nutze. Wenn das die Abrechnungsgröße sein soll, dann ist das schon ein Unterschied, ja, was ich dann messe, was ich dem Kunden in Rechnung stelle. Das ist richtig. Klar, wenn der Kunde sagt, er braucht 100 Tera und er braucht bestellt diese auch und er braucht dann tatsächlich weniger, dann ist dann etwas die Frage, wie man sein Geschäftsmodell aufzieht. Ist man da vorteilhaft gegenüber dem Kunden und sagt, gut, du hast zwar so viel bestellt, ich verrechne dir aber weniger, weil du weniger brauchst. Oder sagt, gut, der andere bestellt halt zu viel, ist dann mein Portemonnaie. Ist dann je nach Firmengeschäftsmodell eigentlich zu bestimmen. Vielen Dank. Welche Abrechnungseinheiten würden Sie denn für Plattform as a Service sehen? Für Plattform as a Service, weil dann kommt dann auch immer etwas das Lizenzmodell des jeweiligen Anbieters an. Das heißt dann, an meine nächsten, ich habe zuerst mal die genau gleichen Attribute wie vorhin, plus ich habe die neuen Attribute, zum Beispiel dann, wenn es Microsoft ist, dann die Microsoft-Lizenz, die dann noch dazu kommt, oder dann eine Red Hat zum Beispiel Subscription, die dazu kommt. Also kommt mein Lizenzmodell des Softwareherstellers dazu, plus, falls es dann noch halt kostenpflichtige Softwarepakete für die Plattform gibt. Backup und so weiter sind dann so ein Thema und Antivirus. Vielen Dank. Dort vorne hat es noch eine Frage. Ich denke, dass wir sehen in die letzte Zeit post Snowden und so weiter zunehmendes Interesse in ein Hybridmodell. Ja. Das heißt, entweder Daten zwischen ein Frontend in Cloud und dann in mein eigenes Datencenter lokal zu hosten und die dazugehörigen Links, wo Cisco sicher als Kommunikationsgerätanbieter viele zu bieten hat, wie VPN und so weiter. Und dann zweitens natürlich die Möglichkeit, Workload zwischen mein eigenes Datencenter in ein Virtual Machine Image oder sowas, zwischen meine lokale Datencenter und dann, wenn ich will, wenn das geprüft ist, ins Cloud zu bringen oder umgekehrt. Das heißt, entwickeln in Cloud und dann, wenn alles parat ist, lokal in mein Datencenter zu bringen. Von vielen von diesen Präsentationen heute Morgen haben wir gesehen, ja, IaaS, PaaS, SaaS, aber diese neue Interesse und
ich nehme an, Swingen Interesse in diese Hybridmodell finde ich nicht, noch nicht in diese schöne Folien. Würden Sie, möchten Sie ein bisschen zu diesem Thema ein bisschen kommentieren? Gerne, weil ich sage, wir haben eben gesehen, es gibt eben diese Public Cloud, diese Private Cloud und diese Hybrid Clouds. Das sind eigentlich drei Geschäftsmodelle. Sprich, wir haben eigentlich dreimal unterschiedlichen Verrechnungsansatz, bei respektive wo sie betrieben werden. Bei einer internen Cloud kann ich sehr einfach, eben diese Verrechnung, kann ich alles sehr einfach steuern. Es ist sehr einfach, weil es ist bei mir. Bei einer Public Cloud, dort habe ich am wenigsten Mitbestimmungsrecht eigentlich. Dort kann ich nicht genau sagen, wo was läuft. Und ich habe dann auch bei der Preisbildung nicht viel, kann ich nicht viel machen. Dort ist dann einfach der Preis, auch pro Einheit, also auch eine Amazon Cloud, die berechnet meine Nutzung anhand der, ich denke, es ist gerade Stundentakt irgendwie, die sie abrechnen, wie meine CPU, wie viel CPU das ich brauche, wie viel RAM das ich brauche. Intern habe ich vielleicht ein komplett anderes Verrechnungsmodell. Das heißt, wenn ich in eine Hybrid Cloud gehen möchte, dann muss ich diese beiden Verrechnungsmodelle standardisieren. Also ich muss, oder irgendwie einen Umrechnungsfaktor erstellen, eine Umrechnungstabelle, damit ich diese beiden Faktoren vergleichen kann. Es kann schon sein, dass man sagen kann, es macht aus Security-Gründen könnte ich das in der Public Cloud betreiben. Also wenn dort mein Security Officer alles abhäkelt, sagt gut, das geht. Dann muss ich schauen, rechnet sich das oder nicht. Und dann muss ich das, und dann, weil ich eine interne Cloud habe, kann ich das sehr einfach eigentlich miteinander vergleichen. Und dort ist das dann der IT halt eben diese, wie Sie gesagt haben, diese Verbindung zwischen Private und interne, also zwischen Private und Public Cloud bereitzustellen. Das ist ein sehr großes Thema, sind diese Hybrid-Clouds, gerade für nicht-sensitive Daten, nicht-sensitive Applikationen, eigentlich diese extern zu geben, weil es dort meistens kostengünstiger betrieben werden kann als intern. Besten Dank, das wäre dann unsere letzte Frage an Michael Heinzen. Also ich habe noch eine Frage oder Bemerkung. Hier wird immer angenommen, dass der Anbieter, das, also alles, was man bestellt, kann er liefern einfach so. So wie zum Beispiel in der Schweiz fragt man sich nicht, woher das Wasser kommt, in Namibien würde man sich schon fragen. Inwieweit zum Beispiel hat man Einfluss oder wird das irgendwie negoziert über die Qualität, aber zum Beispiel, ich habe gedacht, ich denke immer an die schlimmsten Sachen, zum Beispiel Naturgewalten und so weiter. Inwieweit ist man wirklich absichert, inwieweit kann man das als Kunde bestimmen oder wissen, dass das wirklich so funktioniert? Also auch wenn echte Probleme vorkommen. Oder wenn das, zum Beispiel eine zweite Frage, und was macht man, wenn der Lieferant pleite geht? Sehr gut reinwand, was passiert dann? Weil die Daten sind dann irgendwo. viel Glück beim Suchen, dann kommt noch das ganze Insolvenzverfahren. Ich denke, genau bei der Private Cloud ist es relativ einfach. Sie sprechen hier vor allem die Public Cloud an. Wie kann ich sicherstellen? Und ich denke, auch dort geht gerade der Bund dahin mit dieser Zertifizierung. Also sprich, wir müssen schauen, dass wir diese Qualitätsstandard in der Schweiz relativ hoch halten. Und dort soll es Kriterien geben, eben was passiert, wie müssen sich Datacenter, wie müssen solche Clouds aufgebaut sein? Sie sollen sich grob gegen Naturkatastrophen schützen. Es gibt immer den Fall, den wir nie abdecken können. Hundertprozentige Sicherheit gibt es dort nicht, aber dass wir doch sagen können, okay, wenn etwas in Zürich passiert, dann sollte es in Genf nicht sein. Dort ist auch etwas, sagen wir mal, wie weit kann ich gehen mit diesen Sicherheitsanforderungen, diesen Qualitätsanforderungen. Weil wir dann eben in der Schweiz dann relativ schnell tendieren, doch preislich dann relativ hoch anzusetzen, nur weil wir hier sehr viel Sicherheit generieren möchten. Also es ist dann immer etwas abzuwägen für den jeweiligen Service. Muss der gegen Naturkatastrophen geschützt sein, ja oder nein? Wenn ja, dann muss man sich dann sagen, okay, baue ich es dann lieber selber oder gebe ich es dann effektiv in eine Public Cloud ab, um eben diesen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Oder eben dann, wie vorher erwähnt, ein Mischmodell, das ich dann fahren kann, um mich vor Insolvenzverfahren eines Cloud-Betreibers zu schützen.